Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, bei den Ollen Rollen. Ich glaube, die jagen Wölfe aus der Wolfsschädelhöhle, ne? Wenn ich es richtig sehe, die hier so rumrennen. Wir haben letzte Folge gesehen, da rennen irgendwelche Leute in Richtung der Höhle. Hä, wo kommst du denn jetzt? Wie kannst du denn von der Seite kommen? Skelettwicht. Ach so. So, Skelettwicht, Seele eingefangen. Kurz mal nebenbei. Ich sehe hier nichts, hier ist alles dicht verhangen. Konnte nicht anders enden. Okay, das war's. Was für eine illustre Gruppe wir inzwischen sind. Cool. Ich mag uns gerne. Entschuldigung, wer seid ihr? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ja. Und Frick Sturmmantel erwartet sie. Ja, ich bin da ehrlich gesagt sehr unsicher, was das betrifft. So. Wir müssen also in die Wolfsschädelhöhle. Ich hab Heichere vorhin nochmal, vorsichtshalber. Und dann lasst uns doch mal diesen unheiligen Ort betreten. Ich wechsle die Ausrüstung auf Bogen. Schalte wieder unsere Lämplein ein. Ich hätte mit Wölfen gerechnet, wegen Wolfsschädeln, aber stimmt ja, hier sollen ja Leute lungern. Wir werden sehen. Leere Weinflaschen, die natürlich ein bisschen... Oh nein. Die werden gleich Geräusche machen wahrscheinlich, wenn wir uns dann nicht... Selbst wenn. Dafür sind die Mini-Draugen halt echt super. Sind zwar Level 1, aber das ist gar nicht so schlecht. So. Pilze nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Da habe ich viel gelernt. Pilze immer gut. Ist das hier wieder... Guck mal, hier kommen wir später wieder raus, oder? Sieht zumindest danach aus. Ich muss eines Tages... Was wirst du uns? Ich werde euer erbärmliches Leben retten. Das glaube ich nicht. Nichts dergleichen wird passieren. So, das nehme ich gerne mit. Nordranke, Tollkirsche, Zaubertrank. Vielen Dank. So, was habt ihr denn Schönes? Ha, euer Lehrling hat bessere Klamotten als ihr. Was ist denn das? Da ist ein Strich. Wahrscheinlich Wurzel. Wow, wie cool. Der Turm hier mittendrin. Das ist ja cool. So. Ein schöner Fliegenpilz. Können wir später wieder essen. Alter, haben die hier gesoffen. Will gar nicht wissen, was die hier für Orgien gefeiert haben. Mit sich selbst. Oh nein, ich habe einen Kessel mitgenommen. Mit sich selbst die Orgien. Okay, warte. Ich guck mal, wo ist der Kessel? Ich will ihn direkt wieder wegschmeißen. Sonst haben wir den die ganze Zeit im Inventar. Kettel hier. Ciao. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein. Bumpf. Habe ihn direkt wieder hingestellt. Da ist noch ein Pott mit Köstlichkeiten. Wieder eine Gemüsesuppe. Ach Mann, ich liebe mein Leben. Ach, da geht's gar nicht weit. Wir hätten hier gesummt gerade. War das schon die Brut?
Der hat bestimmt hinter uns den Elementar gehabt, ne? Ich war ziemlich sicher. Deswegen habe ich mich auf ihn konzentriert. Ich wollte nicht hinter uns, ich wollte mich auch nicht umdrehen. Der Draugschnitter. Oh nein, ich habe Knochenmehl mitgenommen. Naja, ihr werdet es mir verzeihen. Oh, blutiges Skelett. Warum ist es denn so blutig? So, oh, die hat den Pfeil aber gut gefangen. Das ist ja lieb. Fischauge, habe ich mit dem Pfeil rausgeschossen. Zauberbuch, leichter Schutz, gewöhnlicher Seelenstein. Dann können wir den mal wieder ein bisschen füllen mit irgendwas. Ich glaube, wir sind noch nicht durch. So einfach war das noch nicht. Aber arbeiten die jetzt hier mit den... Da kommen bestimmt auch noch da unten, ne? Arbeiten die jetzt hier mit den Draugen zusammen, oder? Oh, was ist... Oder das hier ist die Geheimtür. Ich weiß nicht. Hä? Was ist das hier? Da oben geht's nicht weiter. Da oben. Ich sehe halt Weinflaschen und ich weiß, wir können bestimmt irgendwie nach unten, aber... Geht denn da kein Weg hin? Muss ich runterspringen? Wie kommen wir denn wieder hoch? Fragen über Fragen. Habe ich hier was übersehen vielleicht? Eine Tür? Nee, nein, nein. Kein Weg, der hier entlang geht. Dann muss ich wohl speichern und dann muss ich wohl irgendwie in die Tiefe. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Da sind wir, in der Tiefe. Geht bestimmt einen Weg nach oben. So oder so, ich hätte hier runtergekommen. Ich hätte hier runtergekommen. Ich hätte runterkommen müssen. Da sind die Ruinen. Huch. Was zum Teufel ist denn hier los? Eine prekäre Situation. Der Bogen ist super. Der Bogen ist schon sehr, sehr, sehr gut. So, kommt er da gleich wieder? Gut, ich schieße alles von hier aus. Schleichen verbessert. Cool, einfach so nebenbei. Bogen schießen nicht, aber schleichen. Ich schieße einfach nebenbei alles von hier aus weg. Okay, wo ist er denn hin? Der macht mir am meisten Sorgen, der Draugenfürst oder so. Ich meine, den kriegen wir auch so weggesenzt, aber... Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Wir rufen euch herbei, Potema. Lange schlief ihr den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin,
Wir rufen euch herbei. Hallo, mein Freund. Könnt ihr auch leiser rufen, bitte? Oh, der ist tot. Okay, cool. Hätte nicht gedacht, dass wir den erwischen, aber... So. Ich glaube, da oben ist jemand, ne? Ich speichere nochmal. Wir haben hier gut aufgeräumt, glaube ich. Ich glaube, dass da oben dieses Köpfchen... Ich weiß aber nicht, ob es geht. Ja, da oben bewegt sich auf einmal was. Huch. Ah. Das ging relativ zügig. Alles von mir gemacht. Mit dem Bogen. Das ist schon nice. Hallo, mein Freund. Der Bogen ist halt der Shit. Schade, der ist weggegangen. Die Pfeile brauchen halt ein bisschen, bis sie fliegen, leider. Wenn die aber komisch in der Gegend rumstehen und gucken, woher das kommt, dann ist das praktisch. Ist das jemand? Wir werden es herausfinden. Ging auch zu hoch. Das war wirklich jemand, aber das ging zu hoch. Schade, ich treffe da niemanden. Wahrscheinlich bleiben die Pfeile an den Dings. Ah, okay. Dann gucken wir mal, wie wir reinkommen. Ja, hier ist keine gute Idee. Erstmal die Pilze hier mitnehmen. Es ist dunkel, ich weiß selber. Ich will mal kein Licht machen, weil wir dann auf uns aufmerksam machen. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da jetzt? Wie komme ich denn hier runter? Ach, 21. Schön gespickt. Das ist mein eigener Bogen. Ich dachte gerade, das Bewegung unten links war mal mein eigener Bogen. Das sieht aus wie ein Köpfchen, was da oben rüber schaut. Jo, das war ein Köpfchen. Der Bogen. Ich liebe den. Aber die Frage ist trotzdem, ich mache Licht, damit ihr was seht, damit wir alle was sehen. Achso, ich war in der Hocke, deswegen war auch kein Licht. Ich glaube, ich muss hier runterhüppen, ne? Und dann irgendwie darüber. Da ist nochmal jemand. Und gewesen. Ich speichere mal eben nochmal. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Leute wir hier weggemacht haben mit unserer Taktik. Mit unserer kleinen, miesen Stealth-Taktik. Ich höre einen Draugen. Ich glaube, da drin war er gerade. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn Skyrim diese Möglichkeit bietet, natürlich zu sneaken und mit dem Bogen vorzugehen, dann mache ich mir den natürlich auch zu eigen. So, hier liegen die beiden Freunde. Huch, das ist nicht er. Todesbeschwörer Adept. Hat ja nicht so gut geklappt, wa? Ich glaube, der wurde nicht angenommen. Hier liegt der andere Kollege. Ich meine, ich habe noch was gehört. Kann ich aber auch selbst gewesen sein.
hallo mein Freund. So, das haben wir. Ne, wir machen nicht so viel Damage damit, aber... Oh, wir hätten hier oben mit diesen ganzen Totenbeschwörern hätten wir eigentlich ganz viele Seelensteine füllen können, theoretisch. Ach nee, wir brauchen ja dafür die extra großen. Die haben wir natürlich nicht. Beliebig verfügbar vor allen Dingen. Aber die Skelette und so, das hätte funktioniert. Aber vielleicht haben wir noch Gelegenheit. Mal gucken. So, was das hier ist, weiß ich nicht. Ascherhaufen von irgendwem. Mit einem unserer, Pfeile drin. So. Ups. Sehe ich nicht so. Da war noch einer. Da war doch noch einer. Okay. Was hat denn der Chef hier mit dabei? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Hier war da noch einer. Der sieht gespickt aus. So, okay. Mehr brauchen wir von dem nicht. Gespickt und zugenäht. Na gut, wenn hier keiner ist, dann gehen wir mal darüber. So. Hallo? Als guter Totenbeschwörer ist es sehr wichtig, dass man sich mit dem Jenseits stark vertraut macht. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hallo? Dankeschön. Was war das? Nichts. Vielleicht. Ich werde euch brennen sehen. Ach. Kein Seelenstein ist groß genug, hab ich befürchtet. Okay. Wir sollten die guten Seelensteine auch mal mitnehmen auf unsere Reisen. Falkenschnabel. Hallo, ich bin's. Grüß Gott. Ich bin der Tod. Vorbei ist deine Not. Ist da jemand? Jaha! Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Nein, nein! Da war nichts. Boah. Huch. Was hat denn die für ein Unterkleid? Um Gottes Willen. Also bei aller Liebe. Gesund sieht das nicht aus. So, na. Boah. Gut, also auf die Entfernung kein so schlechter Treffer. Kann man ja auch mal ruhig sagen. So. Wo der Treffer ist, na, weiß ich nicht genau. Hätte ich gern gewusst. So, die nehme ich auch mit. Entschuldigung. Oh, da ist aber die Uschi Glascreme schon wieder überfällig. Die Flüchtlinge. Was macht das denn hier? Gnädigste. Darf ich euch mal bewegen? Ah, okay. Ja, naja, Schulterblatt irgendwo. Ich wollte sie eigentlich hier oben auf diesen Opferaltar legen.
hielt ich für eine gute Sache. So. Was haben wir denn hier? Sehr schönes Treffer. Wow. Stab des Magierlichts. Naja. Zombie erwecken. Schön. Da freut sich jemand. Ich glaube, das war die Höhle im Großen und Ganzen auch schon, ne? Ich glaube, das war die Höhle im Großen und Ganzen schon. So. Wo ist denn eigentlich unsere liebe Ilona? Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Na, sieh mal einen an. Da oben, alles klar. Wo ist denn eigentlich unsere liebe Ilona? Ne, wir müssen andersrum, ne? Wir müssen, glaube ich, war das hier? Wo ging's denn hier raus? Hier. So, damit haben wir alles hier geschafft. Und wenn ich einmal so sagen darf, es lief eigentlich ganz gut. So, Ilona, hast du Spaß gehabt hier draußen? Hast du auch den Pfeil auf... gepasst? Okay. Da kam gerade jemand, da lief gerade jemand sehr schnell wieder. Diesen Pfeil kann ich nicht mitnehmen. Skelettwicht-Berserker. Okay, die Septime gönnen wir uns mal. Den Rest kann er behalten. Und hier komme ich offenbar nicht raus. Also gehe ich mal kurz hier rum. So, wer lief denn da gerade? Ich mache die Laterne wieder aus. Ah, das haben wir geschafft. Hallo, mein Freund. Ich grüße euch. Beeilt euch. Nein, alles gut, alles gut. Geht nur, geht nur. War nicht so wichtig. War das schön gerade. So, die Wolfsschädelhöhle. Sprich mit Falk Feuerbart. Das mache ich natürlich sehr gerne. Aber Pelagiusflügel können wir gerade nicht. Finde König Olaus Vers. Das würde ich gerne jetzt noch schnell machen. Und die verbotene Legende natürlich auch. Aber wenn wir sowieso wieder zurück nach Einsamkeit müssen, dann würde ich natürlich auch noch gerne König Olaus Vers im selben Atemzug mitnehmen. Und was ich noch gerne machen würde, ist die Sachen, die wir hier irgendwie auf dem Kompass gerade haben. Sind nicht mehr so viele, aber dass wir die vielleicht nochmal schnell erkunden, weil sie gerade in der Nähe sind. Sag mal, seid mal nicht so gruselig. Diese Statthalter mag ich auch nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Verstehe ich schon, wenn man sich gegen die auflehnen möchte, aber... Es ging ja darum, den einen Krieg zu verhindern. Und jetzt startet man deswegen den anderen. Das ist natürlich auch total sinnlos. Das ist quasi Regen mit Traufe bekämpfen. Oder Torte statt Kuchen essen, weil man abnehmen will. Ich liebe den Bogen. Entschuldigung, ich muss einfach sagen. Ein bisschen drüber. Der muss treffen. Wow, der Bogen ist der Hammer. Ach ja, es tut mir leid, ich muss es tun.
Ich will das nicht, aber ich muss es tun. Der war infiziert von den Zweiglingen. Der hat so grün geleuchtet, das heißt, er hat uns angegriffen. So, Problem ist, man muss immer alles zusammensuchen. So, ein Karibu, naja. Dann fällt Weihnachten dieses Jahr eben aus. Hauptsache, wir haben unser Fell. Eigentlich kann ich auch mal übernachten. Oh, eine Truhe. Eigentlich kann ich auch mal übernachten, ne? So. Ja, das brauchen wir nicht. Für 55 Septime kann man schon mal 3 Naturgeister umbringen. Finde ich. Das ist ein fairer Deal. Wo genau sind sie denn verstorben spontan? Der eine lehnt ihr denn nicht hier irgendwie? Ist er nicht hier reingestorben irgendwo? Distel sammeln, kann ich halt auch machen. Ich würde vielleicht erstmal ganz kurz drüber schlafen. Das Karibu schon wieder. Bergblume. Oh, guck mal, Alchemist. Die Bösen. De rerum direnes. Okay. Was ist denn de rerum direnes? Was ist das? Ist das ein normales Buch? Alchemie. Ach so. Ich bin 611 Jahre alt. Ich hatte nie eigene Kinder, aber dafür viele Nichten und Neffen, Cousins und Cousinen, die mit den Geschichten und Traditionen unseres alten, berühmten und gelegentlich berüchtigten Clans der Direnni aufgewachsen sind. Wenige Familien in Tamriel können sich so vieler berühmter Persönlichkeiten rühmen, die so viel Macht über das Schicksal so vieler Leute hatten. Unsere Krieger und Könige lieferten Stoff für manche Legende und es schmälert nicht ihr Andenken und ihre Leistungen, wenn man sagt, dass man allmählich genug von ihnen gehört hat. Ich selbst habe nie zum Schwert gegriffen oder ein wichtiges Gesetz verfasst, aber ich bin Teil einer weniger bekannten, aber dennoch wichtigen Tradition, der Direnni, des Weges des Magiers. Meine Autobiografie würde die Nachwelt wenig interessieren, obwohl meine jüngeren Verwandten mich oft drängen, wilde Geschichten über das Leben in der chaotischen zweiten Ära von Tamriel zu erzählen, aber ich habe einige Vorfahren, deren Geschichten weitergegeben werden sollten. Möglicherweise haben sie den Verlauf der Geschichte auf ebenso dramatische Weise beeinflusst wie meine bekannteren Verwandten, aber es besteht die Gefahr, dass ihre Namen in Vergessenheit geraten. Vor kurzem gelang es Lysandus, König von Daggerfall, seine alten Feinde aus Centinel mit Hilfe der Hofmagierin Medora Direnni zu besiegen. Ihr Großvater, Jovorn Direnni, war kaiserlicher Kampfmagier am Hof der Dunmeerkaiserin Katharia von Tamriel und hat ihr in einer Zeit des Aufruhrs geholfen, Frieden zu schaffen. Sein Ururgroßvater, Peladil Direnni, spielte eine ähnliche Rolle unter dem ersten Potentanten und trieb das Gildengesetz voran, ohne dass wir alle Berufsorganisationen nicht hätten, die es heute gibt. Einer seiner Urahnen war die Hexe Raven Direnni, die mit ihren bekannteren Cousins Aiden und Ryan der Tyrannei des letzten Alyssia-Reiches ein Ende setzte. Noch vor den Psijix von Artaeum, so wird erzählt, erfand sie die Kunst des Verzauberns und lernte, wie man eine Seele in einem Edelstein einfängt und diesen gebraucht, um Waffen aller Art zu verzaubern. Aber es ist die Geschichte eines noch älteren und weiter entfernten Vorfahren als Raven, die ich erzählen möchte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss. Ich. Oh Gott, ich. Das wird dauern. Diese eine Sache da auch, das wird dauern. Let's go. Okay, dann wollen wir mal. Oh Gott. Was habe ich getan? Ach, schön.
So, wir schlafen mal ganz kurz, weil ich würde gerne die Zweiklinge natürlich sehen, die hier gerade ihre Ruhe gefunden haben. Oh, 6 Uhr morgens, schöne Zeit. Schöne Zeit zum Aufstehen oder schon zum Wachsein und eigentlich auch für hier. Wir müssen nicht immer bis 8, ne? In der Natur können wir auch mal früher aufstehen. Da ist ein fetter Pilz. Wo sind die Zweiklinge denn bloß? Violette Bergblume. Natürlich wollte ich die gerne auch, Pfahlwurzel. Ah, noch eine Pfahlwurzel. Ich frage mich halt, ob sie das ist, die 611 Jahre alt ist. Unter die dann hier quasi mehr oder weniger gerichtet wurde. Ich habe ihr nur zur Gerechtigkeit... Ach, da bist du ja. Ich habe ihr nur zur Gerechtigkeit verholfen. Zweiklingssaft. Wenn wir von der Seite aus geschossen haben... Ich weiß nicht, ob ich die anderen finde, ne? Den Karibu sehe ich von hier aus schon. Aber der Zweigling stand doch beim Karibu. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Aber ich weiß nicht genau, ob der Zweiglingssaft vielleicht später noch eine Bedeutung hat. Also für uns bestimmt. Wir müssen ja wahrscheinlich auch noch trinken, um seine wahre Macht zu ergründen. Haben wir schon. Wenn wir schon mal dabei sind. Oh, ansonsten aber schön. Oh, wie das qualmt auch, ne? Ist echt alles. Alles sehr, sehr schön, wenn ich mal so sagen darf. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die anderen beiden Zweiglinge. Entweder habe ich die schon übersehen. Oder ich finde die einfach nicht mehr wieder. Das ist einfach ein Stein. Toll, den finde ich. Schwierig, weil die grün sind und grün auf grün meistens grün ergibt. Hi. Der zweite müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Der zweite Zweig, der müsste eigentlich hier, der ist ja zu seinem Kumpel gerannt. Und rief noch so, nein, nein, warum nur? Mutti, warum? Und warum Kumpel? Okay, dann wollen wir mal. Dann haben wir das. Das haben wir auf jeden Fall. Das wollten wir, das haben wir. Da ist noch ein Türmchen. Das könnten wir auch noch mitnehmen. So. Genau, und dieses Häuschen. Das war mir suspekt. Das wollte ich gerne wissen, was das Häuschen da ist. Dieses Einzelhäuschen wieder. Und der, genau, und dieser Stein, dieser. Wahrscheinlich wieder ein Altar. Nee, nicht ein Altar, sondern hier diese Gedenksteine. Boah, was? Junge, Junge, Junge. Das war ja jetzt aber... Puh. Wenn man so aggressiv ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Seele plötzlich in einem Stein steckt und man für Waffenerweiterung genutzt wird. Du bist lieb, ne? Du bist eine Kuh, genau. Oder Rind oder wie auch immer. Ich will euch nichts... Oh, wie schön das einfach ist. Wie schön das ist. Ich wünsche dieser... Bist du denn da hinten? Ich wünsche, der Baum in der Mitte hier hätte so eine Weihnachtsbeleuchtung. Bist du lieb da unten? Sind sie lieb? Bezahlt? Ihr braucht etwas? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ach ja, kann ich mir auch sparen. Bezahlter Raufbold. Der eine ist ja nackt, in Windel. Oh, der Baum brennt. Ihr seid schwach. Die war gerade noch so freundlich. Braucht ihr etwas? Kontrakt. Na, da lese ich aber gleich mal rein. Langsam reicht's mir. Oh, 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 oh. Der hat dafür nichts an. Okay, bezahlter Kontrakt. Wer hat hier... Da muss ich aber langsam mal vorbeigehen und mal aufräumen. Ich will nicht übermütig werden. Achso, das muss natürlich hier sein. Will nicht übermütig werden, aber langsam...
Kontrakt. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass er wie vereinbart Erik eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen. Aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Una. Una duos tres. Aber wer ist Una? Kennen wir die schon? Haben wir ihn schon mal kennengelernt? Ja, wie gesagt, ich wünschte, das hier wäre ein Weihnachtsbaum mit Lichtern und so. Aber ja, ist mir schon klar, dass es natürlich nicht so richtig passen würde. Aber egal. Ach so, übrigens. In der nächsten Folge erforschen wir die Hütte und diesen Stein und dieses Ding da. Vielleicht auch das. Und dann machen wir mal die nächste Quest weiter. So teilen wir uns das alles auf. Mal dies, mal das, mal Ananas. Eine schöne Mischung. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt. Euch wohl. Tschüss.